Leute, servus zu einem neuen Video. Heute aus Norwegen, aus dieser gemütlichen Hütte da am Rande des Dovrefjell-Nationalparks. Mit dabei, mit dem Gepäck, ist das neue 180-600 von Nikon. Objektiv, das Anfang des Sommers angekündigt wurde und jetzt mittlerweile ausgeliefert wurde. Ich habe eines der ersten verfügbaren Exemplare bekommen, bin aber noch gar nicht dazugekommen, dass ich es so richtig teste. Von dem her freue mich richtig drauf, jetzt da draußen es an Moschusochsen, Rentieren, Elchen, was auch immer vor die Linse kommt, zu testen. Ich habe vorher das 200-500 von Nikon gehabt, an den Spiegelreflexkameras, und es war eine Linse, die ich sehr, sehr gerne verwendet habe, einfach durch die Flexibilität. Und genau diese Flexibilität wurde mit dem Brennweitenbereich da jetzt nur mal verbessert, erhöht. Man hat jetzt statt 500, 600 mm zur Verfügung, kann nur ein bisschen näher ranzoomen. Sehe das definitiv als Vorteil an. Es ist ein bisschen leichter als das Vorgängermodell. Es hat den Innenzoom und den Innenfokus. Das heißt, es verändert seine Länge beim Fokussieren und beim Zoomen nicht. Hat immer die konstante Länge. Das ist sehr praktisch. Also rein ins Regengewand und raus in die Berg. Der Tipp, den ich bekommen habe, war richtig. Ich habe sie da hier oben auf der Hochebene gefunden. Sind noch ziemlich weit weg, auf einem Hang ein bisschen gegenüber. Ich werde mich da jetzt mal annähern, dann umziehen, die Kamera auspacken und schauen, ob ich die ersten Fotos machen kann. Da hinten liegen sie, eine Gruppe aus fast 20 Tieren, habe nicht alle gesehen. Total schön in dieser herbstlichen Fjelllandschaft. Schön positioniert und herrlich, ich werde jetzt die ersten Bilder machen. Zum Objektiv, der erste Eindruck ist eigentlich richtig gut. Es war gerade vorhin recht dunkel, das heißt, ich habe höhere ISOs verwendet, war ISO irgendwie 3200, ISO 4000 und war bei einer Verschlusszeit von 1/60, 1/200. Und sowohl der Autofokus hat super getroffen, als die Bilder waren durchwegs auch richtig gut scharf. Schon mal ein guter Eindruck, außerdem regnet es jetzt die ganze Zeit eigentlich schon. Es macht dem Objektiv nichts. Bis jetzt alles in Ordnung. Lasst sie gut einsetzen, flexibel und macht Spaß. Guter erster Eindruck. Ich habe jetzt da vorne, ca. 700-800 Meter vor mir, einen Moschusochsen gesichtet. Bis jetzt kann ich nur einen sehen. Er ist da recht im felsigen Gelände. Kann durchaus sein, dass sie da noch mehr verstecken. Da habe ich jetzt noch nicht die Einsicht. Ja, schon mal super Sache. Ich werde mich jetzt einmal vorbereiten, die Kamera auspacken und schauen, dass ich ein bisschen näher rankomme.
konnte mir jetzt gerade recht schön in Fotodistanz bringen. Und er ist dann schön auf so eine, ja, auf so einen Kante hinaufgegangen. Und im Hintergrund waren diese schönen Berge Richtung Snøhetta rein. Hat richtig gut ausgeschaut mit den Herbstfarben und den Bergen im Hintergrund. Bin ich schon zufrieden, waren ein paar schöne Aufnahmen. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zurück zum Auto. Ich habe zwar ein bisschen weiter drinnen nur eine andere Gruppe Moschusachsen gesehen. Gut zu wissen, dass wir das genügend da sind. Ab morgen beginnt dann meine Fotoreise hier bei den Moschusachsen. Zusammen mit einer kleinen Gruppe Fotografen werde ich unterwegs sein und ihnen das Gebiet zeigen, beziehungsweise mit ihnen die Moschusachsen fotografieren. Jetzt der erste Eindruck von meinem neuen Objektiv ist recht fein. Total flexibel, habe es nur freihändig eigentlich verwendet. Ich werde in den nächsten Tagen ein bisschen filmen, also werde es auch öfters mit Stativ verwenden. Aber das ist schon fein, so flexibel zu sein. Und ja, ich werde weiter Fotos machen, das Ding ausprobieren und euch berichten. Während der nächsten Tage habe ich mit meiner Gruppe viele schöne Momente mit den Moschusachsen erlebt und dabei in den ganzen unterschiedlichen Situationen ein gutes Gefühl für das Objektiv bekommen. Der Autofokus ist schnell und präzise, auch wenn da die eher trägen Moschusachsen sicher nicht die Referenz sind und sich das Objektiv nur in schnellerer Action messen lassen muss. Von der Verarbeitung bin ich ebenfalls positiv überrascht. Da habe ich anfangs meine Bedenken gehabt, da Nikon das Objektiv nicht der S-Line zuordnet. Es fühlt sich aber wertig an und auch ein ganzer Nachmittag Dauerregen war kein Problem. Daheim am Bildschirm ist der positive Eindruck nicht abgerissen. Die Bilder mit relativ langer Verschlusszeit zwischen einem 50stel und einem 100stel sind in der Vergrößerung scharf, was für einen sehr guten Bildstabilisator spricht. Generell bin ich mit der Abbildungsqualität sehr zufrieden und bin der Meinung, dass die Linse ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Besonders die Schärfe finde ich für den Preis schon sehr gut und im Vergleich zum alten 200 bis 500 eine sichtbare Steigerung. Natürlich war das jetzt ein erster Eindruck und kein ausgiebiger Test. Die Linse wird bei mir in den nächsten Monaten nur intensiv zum Einsatz kommen und danach werde ich sie genauer beurteilen können. Aber gerade für Tierfotografen ist das Objektiv sehr interessant. Ich werde sowohl als Ergänzung zu meiner lichtstarken Festbrennweite als auch als einziges Tele, wenn es zum Beispiel am Berg oder auf Reise aufs Gewicht ankommt, einsetzen.